Was halten Sie denn von der Entscheidung der Findungskommission für die Gruppe hier aus Indonesien? Ich glaube, das ist mal wieder ein typischer Documenta-Tag. Documenta heißt immer Überraschung. Documenta heißt nach vorne schauen, nicht nach hinten, sondern in neue Bereiche zu gehen. Und ich bin sehr optimistisch, dass das gelingen kann mit dieser Wahl. Naja, ich bin erstmal froh, dass die Entscheidung nicht dahin gegangen ist, wie so viele erwartet haben, nämlich ein alter Mann, ein Weißer, ein Europäer und der Ruf nach dem starken Mann war ja laut geworden. Und genau das ist nicht passiert. Man setzt jetzt auf Risiko und Documenta ist immer Risiko. Und mit einer Gruppe gibt es viele Debatten, aber vielleicht ist es auch die Zeit der Kollektive und nicht die Zeit der Einzelkämpfer. Naja, wir müssen ja nur die Gesellschaft uns anschauen. Ich rede jetzt nicht nur über den Kunstbereich, aber ich denke, dass Kollektive im Moment in der Zeit richtig sind, um die vielen auch gesellschaftlichen Probleme, und die zeigen sich ja auch immer wieder in der Kunst, bewältigen zu können. Das wird schwierig werden im Alltag, keine Frage, aber schwierig ist Documenta immer und deshalb ist die so toll. Also ich habe mich sehr gefreut, dass das offensichtlich positiv aufgenommen wurde und alle irgendwie interessiert waren. Und ich bin auch davon überzeugt, es ist eine tolle Entscheidung, die die Findungskommission da getroffen hat. Letztlich sucht die Findungskommission natürlich nach einem Konzept, das tatsächlich ja Jahre in die Zukunft reicht, das offen ist, das in irgendeiner Form was neu, also wirklich Neues verspricht, was ja die bisherigen Documenta-Ausstellungen in ihrer Art immer wieder auch geleistet haben, ganz egal, ob es jetzt für den Bereich bildende Kunst, für die Vermittlung oder durchaus auch mal im eher politischen Raum ist. Und nach so etwas hat die Kommission gesucht, also so diesem ganz besonderen, und alle Konzepte waren sehr, sehr stark, es war also insofern noch eine schwierige Entscheidung. Aber was letztlich jetzt für Juan Grupa, glaube ich, die Entscheidung gebracht hat, ist, dass viele ja den Dialog suchen und das Miteinander suchen und auch den Blick auf die europäische Kunstwelt von außen, aber eigentlich immer von innen. Und die machen das tatsächlich, die verkörpern das, die sind das. Und das ist, glaube ich, etwas, was einfach wirklich überzeugt hat und weswegen dann am Ende die Entscheidung für Juan Grupa gefallen ist, und zwar wirklich richtig einstimmig und in einer ähnlich guten Stimmung wie heute. Es gab auch weitere Kollektive in der Auswahl. Es gab auch durchaus die andere Variante. Also es war schon große Bandbreite auch an Kandidaten gefragt. Also insofern gab es keine Vorentscheidung, dass es jetzt ein Kollektiv oder ein Paar oder was auch immer sein sollte oder eine Einzelperson, sondern die Findungskommission hatte von Anfang an auch ein breites Spektrum hören wollen, um einfach wirklich die besten Ideen sozusagen herauszugreifen. Und auch ganz am Anfang etwas, was wirklich fern ist von allem, sich mit Geld zu beschäftigen oder Struktur, sondern erstmal überhaupt die Ideen fliegen zu lassen. Das war, fand ich, wirklich auch wichtig und auch der Findungskommission wichtig. Und sich von da ab dann sozusagen heranzurobben an die Frage, geht das überhaupt, wie geht das und was meinten das wirklich konkret? Und insofern hätte es auch was anderes sein können, aber wie ich vorhin schon sagte, der entscheidende Punkt war eben dieses, dass sie wirklich dafür stehen. Und vielleicht noch als Ergänzung, natürlich sind momentan Kooperativen und kleine gemeinnützige Organisationen überall in der Welt, die ja tatsächlich was bewegen vor Ort. Und insofern ist dieser Aspekt schon auch einer, der eine Rolle gespielt hat, auch dieses Gefühl, dass Kunst wirklich etwas bewegen kann. Nicht nur in einem abstrakten, sondern vielleicht sogar in einem ganz konkreten Raum. Also es sind breit zusammengesetzt, es sind wirklich bildende Künstler, es sind aber auch Sounddesigner, Journalisten, Historiker, alles Mögliche dabei. Das gehört auch dazu, dass sie eigentlich immer interdisziplinär arbeiten. Das heißt, was sie machen, ist auch genauso bunt gestreut. Sie können Musikfestival organisieren, das haben sie gemacht. Sie können Kunstausstellungen organisieren, zum Beispiel die Jakarta Biennale oder auch in das Festival in Sonsbeck. Aber sie können auch einfach echte Projekte in die Umsetzung bringen. Also das letzte, was sie jetzt gerade angegriffen haben, das Good School Projekt, was tatsächlich etwa das heißt, wie man es jetzt im Englischen auch aussprechen würde, dass so eine Art Begegnungsraum und Bildungsraum für Kreative aller Art ist, die dann sich darin auch verwirklichen können. So.
Also das ist dann mal so ein ganz konkretes Projekt. Aber es könnte auch ein Kindergarten sein, es könnte sein Auftritte in irgendeinem Krankenhaus, keine Ahnung. Also ist bunt gestrickt, aber wenn Sie im Internet googeln, Sie haben eine sehr gute Webseite, dann finden Sie auch eine ganze Menge Beispiele und wir haben auch in der Pressemappe einiges drin. Also ich würde mich unglaublich freuen, wenn diese Begeisterung, die jetzt am Anfang steht und dieses Miteinander auch am Ende dieser Dokumenta noch da wäre und sich auf die Besucher auch übertragen hätte und dass sozusagen man hier gut gelaunt über die Dokumenta gegangen ist, vielleicht Veranstaltungen erlebt hat und so weiter, ohne dass es oberflächlich gewesen ist, sondern in aller Tiefe, die damit ja zu tun hat, denn wir leben ja nun mal in schwierigen Zeiten. I feel very excited. I think it's the first time in the history of Documenta that is going to be run by artists, by an artist collective specifically, a collective from Jakarta, which also will bring the perspective of a different part of the globe, and will also bring an existing network of institutions and organizations that are looking at what are the local environments that are responding directly to context, and all these ideas, that energy, the aesthetic that these specific places provide will be back here in a way or another to present us for audiences, artistic and non-artistic audiences, to come to Kassel and enjoy an incredible show, an incredible experience. In order to respond the question of how they engage with context and community-led projects, one needs to go to what they have done over the years in Jakarta and how they have established local networks. Their work is rooted in that kind of conversations, and they can only produce their project if they come here and engage with local partners, as they say, partners in crime. From all kind of strata, the idea is to create a social map that will help them to navigate the city. So I think the citizens of the city of Kassel it's only good news, yes? That the fact that they will be able to collaborate largely in one of the most historical and well appreciated events in the art. But they will bring also, they will draw people from other parts of the city that perhaps were never attended any Documenta. And that is one of the things that also excite us, no? How to think about from the, let's say, the way in which a collective is working in their own community, or the way that they have observed the relationship that other members of their several networks engage with local community, can come out a methodology that then can be useful to understand how art can help to engage with the sociopolitical junta we're living. I don't know what people will think about this appointment. I cannot lie about that. I think for people that is linked to organizations, artists from Global South, from Global North, from the world, they should be happy about the possibility of engaging with something unexperienced before, unexpected, something that is also challenged us, funding committee, to reflect on what was possible and to try to engage with what we were, with an event that we want to be part of. Right? I think this is a critical thing that I have to say, all the propositions that we saw, the people that we interviewed were incredible. We are talking to high rank, together with Juan Grupa, high rank of incredible artists, curator, people that were developing incredible proposals, beautiful projects that were all adequate to this. But I think there is a sum of that aesthetic proposition plus the sociopolitical engagement plus the pedagogical approach plus the let's say the economical regenerative model that they bring that make us all jump off our chair and decide unanimously that we wanted Juan Grupa to direct Documenta. I think one of the key aspects after the recent history of the institution was to see how one can respond to the current conditions. And we were invited to support both the organization and the curatorial and the artistic directorship to support them to continue in place. The details of how we're going to establish a relationship are yet to be defined. But I think we can provide a sounding board for both parts along the process. And of course, this is an incredible opportunity for us to be in the front seat of this amazing experience. It's going to be a beautiful journey. I would love
two things to happen. One is that that we could be more flexible, open, and permeable in the way that we conceive institution, that the institutional framework will change after the experience that Ruan Grupa will bring to Documenta and to Kassel. And also that we will learn about the form of art, the art as a form, beyond certain limitations that sometimes present the experience or the event of the art experience as something that is just parallel to the object, right? I think it's important, it's going to be important to be together, it's going to be important to engage, it's going to be important to participate, but not only during these 100 days, but also before. And that is what really excites me, that the city could get the vibe, the energy that we all felt when we were going through the project, when we were intervening them, when we had presented to the supervisory board. I think that the excitement that we had shared, that sense of togetherness, if we manage for it to succeed, it will be an incredible political statement. Fühl mich gut, es ist ein schöner Tag für Kassel und für die Documenta, eine weitere Perspektive, ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft. Ich glaube, das Besondere ist natürlich, dass wir haben zum ersten Mal, gab schon mal in der Vergangenheit auch eine Gruppe, einen Documenta-Rat bei der Documenta 4, aber zum ersten Mal, dass ein Kollektiv tatsächlich Ruan Grupa, künstlerischer Leiter, die künstlerische Leitung der Documenta innehat. Wir haben damit was Neues gewagt, Mut bewiesen, sage ich mal, sind jetzt eben nicht, was vielleicht einige erwartet hätten, angesichts der Erfahrungen oder der Nachwehen der letzten Documenta irgendwie zurückgegangen, sondern entwickeln uns weiter fort, weil die Documenta erfindet sich alle 5 Jahre neu und wieder, haben aber diesmal versucht von Anfang an, sage ich mal, Fehler zu vermeiden, solide reorganisiert, im Hintergrund gearbeitet, sodass jetzt sozusagen mit den Stars sozusagen, nämlich der neuen künstlerischen Leitung, nach vorne geguckt werden kann. Die haben ein hervorragendes, interessantes Konzept. Cooperasi und Lumbung, die Stichwörter Zusammenarbeit von Kassel in die Welt, von der Welt zurück nach Kassel, hier 100 Tage dann ausgestellt und diesen gemeinschaftlichen Ertrag, Lumbung sozusagen, dann der Öffentlichkeit in diesen 100 Tagen zu teilen. Ich freue mich sehr. Ich glaube, das ist auch eine Chance, das müssen aber Ruan Grupa entscheiden, eben auch gerade diese freie Szene, die wir ja auch sozusagen stark in unserer Stadt haben und die wir stark unterstützen wollen, mit einzubeziehen, sozusagen die Documenta, also was etwas schon länger etabliert ist, sozusagen auch Neuem zu öffnen, in der Stadt noch weiter in der Szene zu verankern, hieraus was zurückzugeben in die Welt, aus der Welt was aufzunehmen, hier zurück nach Kassel, dieser Stichwort von Ruan Grupa Cooperasi sozusagen, und das bietet auch Kassel und der Kulturstadt Kassel eine, nicht nur für die Documenta, sondern auch darüber hinaus eine große Chance. Die haben alle Freiheiten. Wir haben von Anfang an ihnen ein verbindliches Budget zur Verfügung gestellt, das mehr als auskömmlich ist, auch eine Steigerung gegenüber dem letzten Budget der Documenta 14 beinhaltet. Mit diesem Budget können Ruan Grupa gestalten und tun, was sie im Rahmen ihrer künstlerischen Freiheit für gestaltbar halten und erachten. Und da mische ich mich nicht ein, da habe ich nichts mit zu tun. Ich bin nur gespannt, sage ich mal, und auch, Sie merken es vielleicht, sagen wir, diese positive Energie, die dieses Kollektiv ist, trotzdem klar strukturiert ist und klar intern organisiert ist, wie jedes Kollektiv, jede Mannschaft auch organisiert sein muss, intern versprüht, und welche Antworten und nicht nur Fragen und Kritik sozusagen sie auf gesellschaftspolitische Herausforderungen eben durch Kunst und Kultur bereiten können. Ja, das müssen Sie mich dann nochmal 2022, am 25. September 2022 fragen. Documenta ist eigentlich immer, auch wenn nicht Documenta ist, als der Oberbürgermeister der Stadt Kassel, als Aufsichtsratsvorsitzender dafür verantwortlich, eben zu ermöglichen, das ist die Rolle, und zu verteidigen, dass diese wunderbaren 100 Tage in Kassel stattfinden können. Das werde ich für 2022 tun. Und deshalb geht dann die Arbeit jetzt immer weiter, und freue mich und gucken, was in 2022 dann auf uns zukommt.